Thema, aber ich glaube, der Berlin-Marathon zeichnet sich insbesondere eben dadurch aus, dass es auch ein Breitensportereignis ist. Ganz klar. Die paar Spitzenleute, die sorgen für die internationale Aufmerksamkeit, aber für viele ist es eben ein Ereignis, auf das sie sich Monate, Jahre vorbereiten und sie möchten das gut durchstehen. Und da muss man natürlich vorsichtig an die Sache herangehen. Die Marathonläufer sagen ja, vor Kilometer 30, 35 beginnt der Marathon gar nicht erst. Aber hier sind die Spitzenleute. Ja, das ist ganz vorne. Wen haben wir da? Wir sehen hier die Dames Shahanga zum Beispiel. Das sind vorwiegend Tempomacher, die sich jetzt auf den ersten paar Kilometern um das Tempo verdient machen, bis dann die sehr guten Tempomacher übernehmen, zu denen eben, wie gesagt, schon Stefan Freigang gehört, auch Konrad Dobler, um unsere Favoriten so auf der ersten Hälfte der Distanz in einem Tempo zu führen, das vielleicht die Chance, wie du gesagt hast, für eine Weltjahresbestzeit offen ist. Wir sprachen vorhin darüber, dass der ganz große Boom vielleicht so ein bisschen vorbei ist. Wie siehst du die Entwicklung des Marathonlaufs, gerade hier für diese Freizeitläufer in den nächsten Jahren? Also die Marathonbewegung hat sich stabilisiert. Es hat begonnen mit einem, wie du sagst, Boom, mit einer ganz großen Euphorie und die Marathonläufe wurden immer größer. Nunmehr, sagen wir, hat sich eine feste Teilnehmerzahl etabliert. London ist der größte, Berlin ist unter den besten fünf in der Welt. Und heute zum 20. Mal. Ja, Jubiläum. Sie sehen, die Läufer schauen auf die Uhr, die haben also ganz klare Tempovorgaben. Es darf nicht zu schnell und nicht zu langsam sein. Und wenn man ein bisschen zurückschaut, da sieht man schon ein paar ganz bekannte Gesichter hinter dem ersten. Richtig. Wir versuchen mal, den Gerd Rubenbauer auf dem Motorrad zu rufen. Gerd, hörst du uns? Er scheint jetzt im Moment nicht zu hören. Aber das kriegen wir schon noch hin. Hat im letzten Jahr auch gut geklappt. Also die entscheidenden Passagen werden wir da mit Sicherheit nicht verpassen. Eine gute Strecke in Berlin, weil sie relativ flach ist. Ne? Die beste Strecke. Die beste wäre wirklich sehr, sehr schön. Flach, da wo es drauf ankommt, stehen viele Leute und sorgen dafür, dass man aufgemuntert wird. Zu Anfang eine sehr günstige Wahl des Startgeländes. Insofern sind die Sekunden bis Minuten, die vergehen, bis auch der Letzte laufen kann, sehr gering. Verglichen mit New York zum Beispiel. In Berlin ist das besser, geht es schneller. Eigentlich sollte das ja eine Art Olympialauf werden, Thomas. Wir haben alle gehofft natürlich, dass Berlin vielleicht doch eine bessere Chance hat bei der Olympiavergabe. Wie hast du das erlebt, dein Kommentar zu der Olympia-Entscheidung? Zunächst mal war es furchtbar spannend. Also fast so spannend wie ein 5000-Meter-Finale bei den Olympischen Spielen. Dann natürlich ein bisschen Enttäuschung, das ist ganz klar. Ich habe gestern mit dem Taxifahrer gesprochen hier und der sagte, er ist zwar Sportfan und hätte sich sehr gefreut, aber auf der anderen Seite ist er doch ganz froh, dass es nicht so gekommen ist. Er meint, Berlin hat so viele Aufgaben, das Zusammenführen der beiden Hälften der Stadt, der Umzug der Bundesregierung und dazu noch die Olympischen Spiele, das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, selbst für diese Stadt. Hoffen wir, dass aber der Marathonlauf hier in Berlin sowas wie olympisches Format auch in diesem Jahr wieder hat und schauen auf die Siegessäule. Grünen Lunge Berlins im Tiergarten. Also der Hubschrauberkameramann schon gut in Form, ne? Ja, wir haben ja ein bisschen Glück mit dem Wetter. Es hätte auch neblig sein können. Insofern können wir froh sein, dass wir so schöne Bilder vom Hubschrauber erhalten. Jetzt hat sich das schon ein bisschen formiert. Vorne, wir sehen in der Mitte mit der Startnummer 100 Stefan Freigang. Unser wohl derzeit bester Marathonläufer, wenn auch Konrad Dobler in Stuttgart bei der Weltmeisterschaft mit seinem sechsten Platz ein absolutes internationales Spitzenresultat abgeliefert hat. Wenn du gerade die Weltmeisterschaft erwähnst, die Top-Leute der Weltmeisterschaft sind hier nicht dabei. Wäre das auch generell noch zu früh nach der Weltmeisterschaft schon wieder einen Marathon jetzt zu laufen? Wie sind da die Abstände, die man einhalten muss als Topläufer? Die absoluten Spitzenläufer laufen ein, maximal zwei Marathonläufe im Jahr. Und eine Differenz zwischen zwei Superereignissen wie der Weltmeisterschaft und Berlin von wenigen Wochen ist einfach zu gering. Man kann, glaube ich, sogar sagen, dass auch ein hochtrainierter Spitzenathlet nicht mehr als eine begrenzte Anzahl von Top-Leistungen in seinem Leben abliefern kann. Wenn man die Karrieren verfolgt,
Es sind immer nur 6 bis 8 Superzeiten, die die Besten erreichen. Viel mehr gibt der Körper und vielleicht auch die Psyche nicht her. Wir haben eben gerade wieder die Masse des Feldes gesehen. Ich glaube, gerade auf den ersten Kilometern, von der Euphorie, von der auch inneren Begeisterung getragen, nicht? Da ist, glaube ich, ein ganz besonderes Gefühl bei einem Marathonläufer. Das kann man ganz schwer beschreiben. Es gilt eigentlich für jeden Sportler, dass er vor dem Start so diese Erregung spürt. Und wenn man dann losgelassen wird, hier in dieser Meute, in dieser Horde, kann man fast sagen, von Gleichgesinnten, dann rollt es erstmal von ganz allein. Und das Hochgefühl, auf das du angesprochen hast, das wird sich dann wahrscheinlich im Laufe der nächsten Kilometer, Minuten, vielleicht auch Stunden einstellen, wenn die Maschine sozusagen ins Rollen kommt und dann der Asphalt praktisch unmerklich unter dem Läufer hindurchgleitet, bis dann irgendwann der Marathon beginnt. Hier also wieder Stefan Freigang an Company. Richtig, das ist ein Generalstabsunternehmen jedes Mal. Vorher wird mit den besten Konrad Athleten links, ne? Jawohl. Mit der Nummer 90. Polizeibeamter in Germering in der Nähe von München. Stefan aus Cottbus. Unsere beiden Besten zurzeit. Stefan war natürlich enttäuscht in Stuttgart. Ja, es ist einfach so, man kann nicht immer und zu jeder Zeit die super Leistung bringen und man braucht auch mal ein Zwischenjahr. Und er hat in diesem Jahr hervorragende Ergebnisse erzielt. Er hat einen fantastischen Halbmarathon gelaufen in Lissabon, wo er Dritter wurde und reihenweise Leute aus der Weltelite schlug. Aber wir haben ja heute eine etwas geänderte Auffassung. Wir als Zuschauer sind ja offensichtlich etwas mehr bereit, auch mal ein schlechteres oder ein mittelmäßiges Resultat hinzunehmen. Zumindest in der Leichtathletik, erfreulicherweise. Ja. War es in deiner Zeit auch so? Ja, in meiner Zeit war es noch so.